Es dürfte vorerst kein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland geben. Das oberste Gericht in Großbritannien hat das entsprechende Gesuch Schottlands abgelehnt. Die Befugnis, eine solche Abstimmung anzusetzen, sei dem Parlament des Vereinigten Königreichs vorbehalten, erklärte das Gericht. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wollte im Oktober 2023 ein Referendum zur schottischen Unabhängigkeit stattfinden lassen. Die britische Zentralregierung lehnte ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum jedoch ab und verweigerte ihre Zustimmung. Nun entschied das Gericht im Sinne Londons. Sturgeon zeigte sich in einer ersten Reaktion so wörtlich enttäuscht. Die Schotten hatten bereits 2014 über einen Austritt aus dem Vereinigten Königreich abgestimmt. Damals setzten sich die Gegner einer Unabhängigkeit durch. Sturgeon begründet den Wunsch nach einer erneuten Abstimmung mit dem Brexit. Eine deutliche Mehrheit der Schotten hatte 2016 gegen den inzwischen erfolgten Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt.